krasses Outfit, muss ich echt sagen, Respekt. Wie soll ich jetzt noch mehr flexen? Oder? Flex mal, also. Wenn du den Flex raus. Ich hab noch ein bisschen Bargeld. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, heute mit einer weiteren Reaction. Aufgrund der Corona-Zeit ist es natürlich schwierig, auf der Straße herumzugehen und Leute nach ihrem Outfitpreis zu fragen. Nice, Digga. Deswegen habe ich unseren ehrenkollegen Mahan gebeten, mir ein Video zukommen zu lassen, das meinem Guster entsprechen könnte. Mahan hat mir da was zugeschickt und allein wenn ich da schon dieses Thumbnail sehe, werde ich schon mal sehr skeptisch, liebe Leute, was uns da erwartet. Übrigens, wenn ihr gerne von mir Reactions seht, Freunde, schaut vorbei, unten in der Infobox verlinkt meinen Reaction-Kanal. Da gibt es zweimal täglich Reactions. Bevor wir in das Video reinschauen, Freunde, am Sonntag ist es soweit. Stellt euch den Timer, da kommt finally das Promo-Video der neuen Kollektion von M&M, Liberty and Justice. Ich trage hier auch schon das Shirt. Da werdet ihr dann nochmal alle Produkte in Action sehen. Und am Donnerstag um 19 Uhr. 19. November um 19 Uhr ist finally der Drop von M&M. Ich weiß, dass einige von euch schon sehr gespannt sind. Unfassbar an der Stelle, wie groß der Support und wie groß das Interesse aktuell an der neuen Kollektion ist. Ich bin absolut überwältigt davon. Danke vielmals für den Support und seid schnell, vielleicht könnt ihr dann was ergattern. Ich glaube, ich habe mich etwas verschätzt mit den Stückzahlen. Ich hätte nicht mit so einem großen Interesse gerechnet. Also seid auf alle Fälle schnell um Punkt 19 Uhr am 19.11. Jetzt will ich aber gar nicht mehr länger quatschen. Freunde, ich würde sagen, wir schauen da direkt mal rein in dieses Video, das vor 2 Jahren, sehe ich gerade, vor 2 Jahren hochgeladen wurde. Also good old times. Schauen wir rein, Nostalgie an. Was geht, Leute? Mein Name ist Mahan. Willkommen zu meinem... Fresh, der Boy, hat er damals noch ausgesehen. Relativ jung sogar noch. Neuen Video. Leute, ich habe ein freshes, wie viel ist dein Outfit wert, für euch vorbereitet. Ich hatte lange nicht mal so... Da hat er auch schon Mahans World und nicht Mahan-Perser geheißen, ja? Da war der Game-Changer-Moment. Das ist sehen, bei wie viel ist dein Outfit wert. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Intro-Trailer gesehen. Da sind einige teure Klamotten am Start. Aber Leute, der Wert eines Outfits spielt meiner Meinung nach keine Rolle, sondern das Erscheinungsbild des Outfits, also wie es... Ja, intelligente Worte von Mahan. ...passt, wie es matcht und sowas. Trotzdem sollte man niemanden haten, der etwas Teures trägt oder vielleicht etwas Billiges. Jeder für sich. Check mich auf jeden Fall auf Instagram ab, hier unten eingeblendet. Im nächsten Wie viel ist dein Outfit wert Video werde ich wieder 4 Leute grüßen, die unten okay. Und vielleicht okay, wirst okay. Du in this girl das army. Video... Wer ist du? Josie, du hast ein freshes Outfit an. Sehr fresh. Gerade, dass sie nicht die Ugg-Boots dazu angezogen hat. Oh mein Gott. Der Hoodie, ob der echt ist. Danke. Wo soll man... Na, das wird die auch nicht... Die wird auch nicht... Sagt die wirklich, dass der so viel kostet? Egal. Ja. Und sagen wir, okay. Okay. Oh mein Gott, diese dünne Jogginghose oder was das sein soll. Mit diesen abgeranzten Stiefeln. Und dann sagt sie... Schuhe. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die sagt, dass der echt ist. Die, wie schauen die aus? Als wäre sie mit denen 4 Jahre lang reiten gewesen. Ich habe keine Ahnung, was für eine Marke. Ungefähr 400 Tacken. Aha, okay. Keine Ahnung, was für eine... Die Qualität ist safe, sehr gut bei diesen Schuhen. Bestimmt 400 Euro, oder? 400 Tacken. 400 Euro. Und weißt du, welche Marke? Nein. Ja, genau. Die sind doch schon 3 Jahre alt. Ah, okay. Deine Hose? Adidas. Oh, was soll denn das sein hier? Auf Lady Gaga angelehnt. Das, ganz normale Hose. Das ist ein Joke. Ist das Ihre Hose? So, okay, so, was kostet die? Das schaut aus wie diese Hosen, die unten noch so weit runterhängen und die hat die in einer XS gekauft. Jetzt passt die zwar oben, aber unten nicht. Oh mein Gott. 70 Euro, läuft bei dir. So, jetzt kommen wir zu deinem Pullover. Ja. Was kannst du uns darüber sagen? Ja, genau. Supreme Louis Vuitton, Retail 1000. Retail 1000, was kostet Retail? Hast du Retail oder Resale gekauft? Retail. Retail, wie hast du den denn bekommen? Von mir. Von dem Bruder, der so. Ja, da muss ich selber lachen. Komm mal raus, also 10.000 Euro kostet der Pullover. Ja. Wie kannst du dich trauen, den anzuziehen? Okay, ich mache jetzt mal ganz kurz den Vergleich. So.
Ah, Freunde, Instagram abchecken. Ah, na klar, schauen wir vorbei. Stock X, so. Da, wie schreibt man Louis Vuitton? Wir haben es im letzten Video gesehen. L. Ja. U. Ja. I. Ja. V. Ja. I. Hab ja. Ich gesagt. T. Ja. T. Ja. O. Ja. N. Der ist leider falsch. Nice, Digga. Da haben wir, okay, mittlerweile nur mehr 5500 richtige Schnäppchen, Leute. So, wir scrollen da mal näher hin. Okay, also hier sehen wir schon, dass da nicht diese Dinger eben noch dran sind. Die hätte sie vielleicht so weiter runtergegeben. Okay. Ja, aber da sind ja noch so Metalldinger drauf. Oh mein Gott, und sie sagt einfach, der ist echt. Ja. Wie kannst du dich trauen, den anzuziehen? Ganz normal, ne? Wenn es nicht zum Tragen da ist, warum nicht? Also so normal. Das ist echt fresh. Steht danke, dir. Danke. Deine Tasche? Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Was kostet die? 1200. 1200, wow. Deine Jeansjacke? Zara. Die Hose ist immer noch eine Katastrophe. Zara. 60. Danke. Also du hast ein freshes Outfit auf jeden Fall. Danke. Oh mein Gott, Mann, wie kann dieses Outfit auch vor 2 Jahren fresh gewesen sein? Was denkst du dir da dabei? Freshes Out. Oh mein Gott. Und möchtest du was noch in die Kamera sagen? Support mein Bruder. Support dein Bruder. Er ist auch jetzt weg. Wie heißt du? Lorin. Lorin. So, du hast auch ein freshes Outfit an. Danke. Die Chanel Pharrell Human Race. Die Hose, Leute, wieder, oh mein Gott, wie man das getragen hat früher, furchtbar. Aber der behauptet jetzt, dass er die Chanel Pharrell Schuhe hat, für 15.000 Euro oder was die gekostet haben zu der Zeit. Hau mal bitte raus, was kostet deine Cap erstmal? Meine Cap, 100 Euro. 100 Euro, ganz normale Icon Cap. Ja, ganz normal. Okay, dein Pullover von Acne. Oh, habe ich gerade gekauft, 250. 250 Euro. Okay, die Supreme Louis V Tasche. Wow. Gerade eben. Ja, das kommt mir alles sehr suspekt vor, Leute. Nee. Was es den noch gab? Ja, den gab es noch hier im Acne Store. Läuft bei dir. Deine Tasche. Tasche. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint. Supreme Vuitton. Ob die legit ist oder nicht. Louis Vuitton, ey, wie hast du den denn bekommen? Muss ich leider Reset sein. Reset. Bei Southstage in Los Angeles. Da habe ich 4.000 für gezahlt. 4.000 Euro. Also für mich sieht die ja real aus. Aber wenn die Schuhe, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Schuhe real sind. 1.000 Euro. Ja. Für diese Tasche. Ist ja cool, ja. Das ist ein Statement. Ist das... Leute, ich kann es echt nicht sagen. Das ist auf jeden Fall ein Statement. Also ganz krass auf jeden Fall. Ehrlich, sehr fresh. So deine Hose, ich finde die richtig fresh. Das ist okay. Minimal Clothing. Und hat er die mit Absicht so eng bestellt? Ist die so eng geschnitten oder hat er sich gedacht, ja, Bruder, bestellen wir heute mal X's. Passt. Das ist Fuffi. Fuffi, ja. Läuft. Die Hose ist fresh. So kommen wir mal auch zum sehr... Damals hat man echt noch alles gefeiert. Seltenes Kleidungsstück von dir, und zwar deine Schuhe. Ja. Die Pharrell. Bruder. Ich meine, ja, sehen auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen breit. Ich kann es nicht sagen. Der müsste halt Kohle ohne Ende haben. Kann ja sein, aber der Hoodie, das haben wir schon mal festgestellt. Und sie sagt, den hat sie von ihm. Also, ich weiß es nicht, Leute. Wie hast du die bekommen? Die habe ich tatsächlich auch Resell gezahlt. Resell? Ja. Jetzt bin ich auch gespannt. Wie kostet? Ja, die kostet 6 bis 7.000. 6 bis 7.000? Okay. 7.000? Ja, ich habe Pfund bezahlt, deswegen. Du hast 6 bis 7.000 Pfund für den Schuh bezahlt. Ja, unecht schauen sie jetzt nicht aus. Ja. Oder? Ah, ich dachte. Ja, kann man machen. Man muss halt immer up to date bleiben, ne? Genau. Also, ganz krasses Outfit, muss ich echt sagen, Respekt. Wie, soll ich jetzt noch mehr flexen? Oder? Flex mal, also, wenn du den Flex raus. Ich hab noch ein bisschen Bargeld. Hau mal, kannst du noch mehr flexen? Die Off-White. Ja. Off-White. Er muss natürlich sein. Ein richtiges Hype-Beast-Outfit heute. Also, warte, 60, glaube ich. 60 Euro. Louis Vuitton. Was hat er gekostet? 180 oder so. 180 dafür. Glaube ich. Okay. Was noch? Ja, was holt er jetzt raus aus der Zauber? Was kommt jetzt?
Supreme? Ah, natürlich muss die Supreme Louis Vuitton Geldbörse auch am Start sein. Ganz klar, Freunde. Sonst würde das Outfit einfach nicht funktionieren. Was kostet das? 1000. 1000 Euro? Leute, 1000 Euro für ein Portemonnaie. 12.640 Euro. Schreibt mal in die Kommentare, was davon real war. Wer hast du es bekommen? Wie holst du die Sachen? Ja, das ist halt so. Es gibt halt auch Internetseiten, die das anbieten. Da hat Mahan, glaube ich, noch nicht gefragt, wie sich die Leute das leisten können. Okay. Das habe ich jetzt von Project Blitz. Project Blitz. Kommt auch, glaube ich, aus Amerika. Und da habe ich das gekauft. Läuft. Wie kannst du das leisten? Ja, gutes. Oh, er fragt sogar. Aber gute Stories hat er immer parat. Also, der hat sich das schon gut überlegt. Wenn ich fragen darf. Soll ich ehrlich sein? Ganz ehrlich. Also, eigentlich nur meine Eltern. Also, nur deine Eltern. Seine Eltern geben 6.000 Euro für Pharrell Chanel Schuhe, 1.000 Euro für eine Geldbörse und dann nochmal 4.000 Euro für eine Tasche. Top! Tolle Eltern! Ein paar Sachen, also das habe ich mir jetzt selber gekauft, aber so, wenn es um sowas oder sowas geht, ist halt schon meine Eltern. Da muss schon die Mathe-Matura sitzen, dass das möglich wird. Eltern. Klar. Also jetzt musst du einmal ein ganz dickes Dankeschön an deine Mutter ausdrücken. Mama, wenn du das siehst, und Papa. Jetzt geht die Schwester auch kurz mit ins Bild rein. Mama, Papa, wenn du das siehst, gönn mal mehr von Supreme Louis Vuitton. Mama und Papa, wenn ihr das seht, wir haben euch ganz doll lieb und ja, ja, das kann man vorstellen. Wir gehen trotzdem Geld aus. Also, läuft bei euch. Ja, auf Instagram Laurin Mekai und ja. Fresh, Mann. Danke. Digga, dann war's das. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, krass, Leute. Also ich kann, man muss wirklich sagen, die Sachen haben alle echt ausgesehen. Bis auf den Hoodie vielleicht mit diesen Schließen da zusätzlich. Ja, aber ich kann es nicht zu 100% sagen. Ist auch schwierig aus dem Video von vor 2 Jahren sowas zu erkennen. Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung dazu. Wenn das echt ist, also Congrats an die Eltern, dürften aus gut nach Hause kommen, aber mir kommt die Sache sehr suspekt vor. Liebe Leute, wenn euch das Video gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert diesen Kanal. Ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video und dann am Sonntag um 15 Uhr auf diesem Kanal endlich das Promo-Video der neuen Kollektion von M.E.M. Liberty & Justice und am Donnerstag, den 19. um 19 Uhr, finally the drop, Freunde, seid am Start. Das war's von mir, euer Maximilian.